Ad Astra, erkenne dich selbst durch die Sterne. Hallo zusammen. Nächste Woche erwartet uns wieder einmal ein Vollmond. Und darum werfen wir doch mal einen kurzen Blick darauf, welche Energien an diesem Donnerstag, 8. Dezember, so im Feld sein könnten. Wir haben einen Vollmond in Zwillinge mit Sonne in Schütze. Es wird ja immer eine Achse betont am Vollmond. Sonne und Mond liegen sich gegenüber und die Zwillinge-Schütze-Achse ist eine ganz starke Lernachse und Kommunikationsachse. Ein Luftzeichen Zwilling und ein Feuerzeichen Schütze, wo es einerseits um Kommunikation, Austausch, Wissen, Lernerfahrungen geht, aber dann eben auch im Zeichen Schütze als Ziel, als Sonnenziel, um die Entfaltung der Persönlichkeit, um inneres Wachstum, um Erfahrungen, die unsere Überzeugungen in neuer Weise gestalten können. Besonders auffällig nun an diesem Vollmond ist die starke Position des Mars, der auch in Zwillinge steht und zwar wirklich direkt auf dem Mond steht. Es ist also ein wirklich marsischer Vollmond im Sinn von Mars als Kämpferplanet und Mars als sehr aktiver, impulsiver, nach vorne drängender Planet. Der Mond steht auf 16 Grad Zwillinge und der Mars ebenfalls. Allerdings ist es der rückläufige Mars in Zwillinge. Ich habe zu diesem Mars in Zwillinge und seiner Rückläufigkeit auch schon vor längerer Zeit ein Video gemacht, weil der Mars ja noch bis März im Zeichen Zwillinge bleiben wird. Wer sich da näher informieren möchte, noch einmal, was bedeutet denn so ein Zwillingsmars, der kann sich das gerne anschauen. Ich verlinke die Videos am Ende hier. Wir können also relativ stark davon ausgehen, dass bei diesem Vollmond Männlichkeitsthemen in den Vordergrund rücken werden. Denn auch der Priapus ist mit im Spiel. Priapus, ein Achsenpunkt, der ungefähr gegenüber von Lilith liegt. Lilith haben wir zurzeit in Löwe. Und dieser Priapus steht auf 7,5 Grad Steinbock in Konjunktion zu Merkur in Steinbock. Und Merkur in Steinbock, das heißt also eine Art von Drang nach disziplinierter und strukturierter Erkenntnis, steht also in Verbindung zu Priapus und ist der Herrscher von Mond und Mars in Zwillinge. Dadurch entsteht also auch via den Merkur durch Priapus noch einmal zusätzlich ein Männlichkeitsthema und damit Einfluss auf den Vollmond. Und was mag das heißen? Priapus ist immer sehr stark begehrend in dem, was er berührt. Also hier ist ein starkes Begehren nach strukturierter Erkenntnis, nach geistiger Klärung, und zwar vor allen Dingen bezüglich alter Themen, rückläufiger Mars. Also Themen der Vergangenheit, wo egozentrisch oder gar egoistisch bis verletzend gehandelt wurde. Solche Themen kommen nun bei diesem Vollmond ganz verstärkt ans Tageslicht und auf die Tagesordnung. Wenn also hier Erinnerungen freigesetzt werden oder auch Themen bzw. alte Muster, die damit zusammenhängen, dann könnten nun doch recht emotionale Gespräche dadurch entstehen. Versuche im Gespräch sich durchzusetzen, sich frei zu schwimmen, eventuell aber auch alte Ego-Nummern aufzuarbeiten, hinter sich zu lassen, im Gespräch zu bereinigen. Also dieser Vollmond mag nicht nur Konflikte bringen, sondern hat auch hohe Möglichkeiten,
wirklich Altes damit aufzuarbeiten und hinter sich zu lassen. Aber klar, es werden auch alte Kränkungen hochgespült und bei etwas unreifer Gesprächstechnik oder Entwicklungsebene sind statt klärender Gespräche leider auch heftige Streitigkeiten möglich. Vertreter von Machotum sozusagen können heftig angegriffen werden und versuchen vielleicht aber auch in die nach vorne Verteidigung zu gehen. Also auch gesellschaftlich dürften in diesem Umfeld stark aufgeheizte Diskurse oder Protestaktionen zu erwarten sein. Alles in diesem Spannungsfeld männlich, weiblich. Es wird in all diesen Diskussionen wohl starke Bezüge auf Fehler, Versäumnisse oder Verletzungen der Vergangenheit geben, die jetzt plötzlich, teils auch wirklich sehr überraschend, hochdrängen. Die Bereitschaft, sich eigenen Fehlern, Schwachstellen oder Schattenseiten zu stellen, dürfte an diesem Vollmond sehr wichtig und sehr hilfreich sein und durchaus zu besten Ergebnissen führen. Denn Ziel ist ja die Schütze-Energie, die also durchaus Erkenntnis bringen soll und eben Persönlichkeitsentwicklung. Das sind grundlegende Anliegen des Sternzeichens Schütze. Kommunikation, auch über heikle Themen, ist die Schlüsselqualität dieses Vollmonds. Geh also ruhig rein in Gespräche, so unangenehm sie dir vorher auch erscheinen mögen, aber versuche Gereiztheit, Angriffslust oder Ungeduld eher zu dämpfen. Davon liegt nun sowieso genug in der Luft. Also das möglichst nicht noch zusätzlich verstärken. Wir haben auch den Uranus im Halbsextil bzw. im Quinkungs, also in grüner Aspektierung zum Vollmond. Und das mag im Diskurs überraschende Argumente und blitzschnelle Wendungen deiner Gesprächspartner oder Partnerinnen bringen. Also sei gewappnet, offen, flexibel, Spontanität ist jetzt besonders wichtig, während Sturheit, Starrheit oder das reine Verteidigen alter Positionen jetzt keinerlei Erfolg haben wird, sondern eher lächerlich und antiquiert wirken kann. Steh zu deinen idealistischen Seiten. Die Schütze Venus gehört auch mit zu diesem Vollmond und die Schütze Sonne. Also suche die Kräfte in dir, die wirklich idealistisch gelagert sind und versuche gleichzeitig aber auch bodenständige Konzepte und Pläne für die Zukunft jetzt zu formulieren und an die Frau, an den Mann zu bringen, denn der Merkur in Steinbock samt Priapus in Steinbock liebt ja auch eben Disziplin, Struktur und erdende Kraft. Auch die Lilith in Löwe steht in Quinkungs zum Merkur, so dass nicht nur männliche Ego-Themen, sondern auch das Einfordern weiblicher Urkräfte bei diesem Vollmond mit auf der Tagesordnung stehen. Ihr seht also, es geht in vieler Hinsicht um den Austausch männlich-weiblich. Was bedeutet für mich überhaupt männlich-weiblich? Diese Fragen werden sich stark stellen. Und es macht eben wenig Sinn, hierüber zu streiten, sondern hierüber neue Erkenntnisse zu langen. Vielleicht ganz tiefgründig hinein zu forschen. Was bedeutet für mich männlich-weiblich? Inwieweit sind es Archetypen, sodass das Männliche und Weibliche in jedem Menschen in sehr spezieller, besonderer Weise vorhanden sein dürfte und ganz individuell ausgedrückt werden dürfte. Darum geht es jetzt ganz, ganz besonders, hier Neues dazuzulernen. Also,
eine spannende Zeit mit wohl auch heißen Diskussionen, die leicht auch die Tiefe der Seele berühren können. Wir haben nämlich einen Aszendenten in Skorpion und der Mond selbst samt Mars steht zumindest für Mitteleuropa im 8. Haus, kann damit also durchaus sehr tiefgründige Ebenen, auch Ebenen, wo Krisen stattgefunden haben einmal oder leicht auch wieder stattfinden könnten, solche Ebenen können damit angesprochen und berührt werden. Zuletzt sei noch der Merkur im Quadrat zu Jupiter, also in Spannung zu Jupiter in Fische angesprochen. Jupiter ganz am Ende des Wasserzeichens Fische. Also Vorsicht vor einem Übermaß an Worten. Jupiter liebt ja hin und wieder die Übertreibung. Vorsicht vor zu viel im Intellektuellen. Vorsicht vor Überheblichkeit, Bewertung, Besserwissertum. All das würde jetzt recht deutlich nach hinten losgehen. Und Jupiter in Fische in Spannung zu Merkur kann auch bedeuten, dass man aufpassen soll, nicht auf Illusionen oder eingebildete Gekränktheiten reinzufallen. Es wäre gut, sich erst einmal zu versichern, ob es auch ganz reale Grundlagen für Streitpunkte gibt oder ob man vielleicht Gerüchten, falschen Anklagen etc. auf den Leim gegangen ist. Solche Gelegenheiten bietet dieser Vollmond und da gilt es eben durchaus klar, bodenständig und realitätsbezogen zu bleiben. Merkur im eben sehr vernünftig orientierten Zeichen Steinbock. Also, es gibt Mittwoch bis Freitag durchaus hohe Spannungen, die in der Luft liegen, aber auch sehr gute Möglichkeiten zu Entladungen, die die Atmosphäre wunderbar bereinigen können. Wie immer, astrologische Aspekte sind nicht gut oder schlecht, sondern bringen Möglichkeiten und Potenziale, die wir in alle Richtungen nutzen können. Und ich hoffe, dass jeder auf seine Weise diese Möglichkeiten für sich möglichst gut nutzen kann. Danke. Und eine gute kommende Woche wünscht euch Martin von Ad Astra. Tschüss. Astra, erkenne dich selbst durch die Sterne.